Auf der A66 bei Fulda ist es in der Nacht zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Mehrere Lkw waren ineinander gekracht und hinterließen ein Trümmerfeld auf der Autobahn. Erst ein Brand, dann ein Crash. Die Rettungskräfte in Osthessen sind in der Nacht gleich mehrfach gefordert. Nach ersten Ermittlungen der Polizei ist am Abend ein Lkw auf der A66 zwischen Neuhof und Fulda unterwegs. Plötzlich bemerkt der 45-jährige rumänische Fahrer Flammen im Motorraum und muss auf dem Standstreifen halten. Der Mann kann sich in Sicherheit bringen. Der Lkw samt geladenen Metallteilen brennt allerdings vollständig aus. Brandursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Etwa 2 Stunden später, während der Nachlöscharbeiten der Feuerwehr, kracht es an der Einsatzstelle. Gleich 5 Laster sind in eine Kollision am Stauende verwickelt. Aufgrund eines Stauendes bremsten die Fahrzeugführer ihre Sattelzüge verkehrsbedingt ab. Ein dahinter befindlicher 49-jähriger Mann aus Seligenstadt erkannte dies vermutlich zu spät und versuchte noch, seinen Lkw an den vorausfahrenden Sattelzügen vorbeizulenken. Das aber gelingt dem Fahrer nicht. Er schiebt die 3 vor ihm stehenden Lkw aufeinander. Ein weiterer 40-Tonner knallt ins Heck. Der Seligenstädter wird dabei eingeklemmt und schwer verletzt. 2 weitere Fahrer werden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Wegen der Aufräumarbeiten und zur Erstellung des Unfallgutachtens wird die A66 in Richtung Fulda bis in den Nachmittag voll gesperrt. Rund um die Anschlussstellen kommt es zu kilometerlangen Staus. Die Polizei schätzt den Schaden durch Brand und Unfälle auf über 1 Million Euro.